Das sind sie also, die ersten Kandidaten der großen Chance 2012. Tänzer, Musiker, Artisten, noch mehr Musiker und ein Kärntner aus England. Ich bin Harry, bin ein geburter Kärntner. Aber als ich 6 Monate alt war, hat meine Mutter einen Engländer geheiratet. Und ich bin dort aufgewachsen. Aha, na warum nicht? Da hatte er dann also Dauerregen statt einer vom Himmel gefallenen Sonne. Ist ja fast dasselbe. Fragt sich, warum der Mann zu uns zurückgekehrt ist. Seit 15 Jahren kam ich her mit meiner Tochter, um Reiseleiter zu werden auf einem schönen Campingplatz in Bruck an der Großglockner Straße. Ich bin so froh, hier zu sein. Gut, sieht auch nett aus, aber warum am Campingplatz? So eine herrliche Aussicht. Aha, und was machst du so den ganzen Tag? Ich betreue ein paar Caravans für einen Deutscher. Schnell in einen anderen Wohnwagen schauen. Ach, das lasse ich alles für morgen. Ich spiele ein bisschen Ziehharmonika. Ich spiele es nicht richtig, aber es macht nichts. Die Ausländer wissen das eh nicht. Gut mag stimmen, aber bei der großen Chance gibt's eine strenge Jury und so. Große Chance. Ich habe viele Castingshows angeschaut. Ich habe keine Zeit zum Fernsehschauen. Und jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich, ich könnte etwas tun. Ich muss etwas spaßig und lustig machen. Das freut uns natürlich, Harry. Aber was ist denn nun dein großes Talent? Mein Talent? Ich habe kein Talent, wirklich. Aha. Na, das ist jetzt nicht die optimale Grundvoraussetzung für einen Auftritt auf dieser Bühne. Also hoffen wir mal, dass du dir jetzt nicht selbst ein Bein stellst. I'm Jake the Peg with the extra leg, diddle 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 dum. Wherever I go through rain and snow, the people always let me know. There's Jake the Peg, diddle 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 dum, with his extra leg. The day that I was born, oh boy, my father nearly died. He couldn't get my nappies on, no matter how he tried. 'Cause I was born with an extra leg, and since that day begun, I had to learn to stand on my own 3 feet. That's no fun. I'm Jake the Peg, diddle, 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 with his extra leg, diddle, 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 diddle. Wherever I go through rain and snow, the people always let me know. There's Jake the Peg, diddle, 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 dum, with his extra leg. I had a dreadful childhood, really. Suppose I shouldn't moan. Each time they had a 3-legged race, I won it on my own. Also, I got popular when came the time for cricket. They used to roll my trousers up and used me for the wickets. I'm Jake the Peg, diddle, 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 with his extra leg, diddle, 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 dum. Wherever I go through rain and snow, people always let me know. There's Jake the Peg, diddle, 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 dum, with his extra leg, diddle, 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 dum. Whatever they said I did was false. They said quick match, I did a quick waltz. And they shouted me, put your best foot forward. But which foot? I said it's very fine for you. You've only got a choice of two. Sorry, two. But me, I'm Jake the Peg, with his extra leg.
Großartiger britischer Humor, hat mir sehr gefallen. Peter Sellers, da ist alles drin, bis zu, wie heißt das, wo die mit der Sandale rennen. Die ist das schwarz-weiß, dann weiß ich es nicht, Alter. Monty Python, wenn schwarz-weiß ist, du deutscher Freund. Du warst früher auch schwarz-weiß. So sieht der übrigens in Farbe aus, der Herr. Und so schaut er aus, wenn er frisiert ist. Okay, also... Wer macht was? Ja, ich würde sagen, ich will auch noch mal kurz was sagen. Ich finde es einfach super lustig. Ich hoffe, die Leute haben den Text auch alle verstanden. Ja, das Englische. Ich stehe ja auf englischen Humor sehr. Ich auch. Und das war sehr, sehr englischer Humor. Ja, die Choreografie war großartig. Ja. Von mir gibt es ein dickes, fettes Plus. Noch eins. Von mir auch. Das war sehr schön. Von mir auch. Das war sehr, sehr lustig. Und sehr unterhaltsam. Harry, wie war's? Ah, super. Ja? Aber ein paar Sachen falsch gemacht, aber macht nichts. Man hat's nicht gemerkt. Ach Gott, na der war komisch. Na einfach und schön. Thank you very much. Danke. Harry Moore aus Fusch an der Glocknerstraße. Juhu. Ich bin 11 Jahre und ich bin ein Tänzer. Ich wohne in Klagenfurt mit meiner Mama und mit meinem Papa und mit meinen zwei kleinen Schwestern. Bist du der größte Fan von Philipp? Ja. Und wer ist der zweitgrößte Fan? Die Mama. Ich tue gern zeichnen, ich tue gern tanzen, dann schauspielen. Und singen und rappen. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viel Talente er hat, vor allem woher er die hat, ja, weil es ist so, jetzt nicht so ganz klar nachvollziehbar. Aber wunderbar, er ist einfach kreativ, er ist einfach wirklich gut drauf in vielerlei Hinsicht und ja, taugt mir. Ich bin sehr stolz auf ihn. Also das ist mein Vision Board. Da stehen im Prinzip meine ganzen Wünsche auf einem Bild oder halt Board drauf. Und das sind verschiedene Anfänge. Schauspielen, singen, zeichnen, tanzen, aus denen ich was machen will. Berühmtheit würde ich gerne erreichen, Geld. Und ich will auch auf jeden Fall einmal nach L.A. Weil dort auch total viele Tänzer auch sind und so weiter. Und auch einmal bei der großen Chance mitmachen, was ich jetzt auch erreicht habe. Phil, servus. Hallo. Du kannst das eh, oder? Was du jetzt gleich vorhast. Ja, sicher. Tanzen. Schau, da tanzt wer. Hallo, wer bist du? Wer bist du im Meine Thomas? Kleine Schwester. Die kleine Schwester? Noch eine kleine Schwester. Ja, zwei kleine Schwestern. Kleine große Chance. Danke. Ich halte dir die Daumen. Du bist ein bisschen aufgeregt, sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Okay, wird schon was. Toi, toi, toi. Okay, danke. Das soll schon aufgehen. Da gehst du jetzt mal, ja? Und dann geht's los. Ja. Bitte? Ja. Hallöchen. Hallo. Erzähl uns einmal, wer bist du und was machst du hier? Ich bin der Philipp. Ich tanze heute Hip-Hop. Und wie alt bist du? Ich bin 11, komme aus Klagenfurt. Ich freue mich sehr auf deine Darbietung. Bitte schwing das Bein. Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Okay.
proud. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. Riding in the drop top with the top down, so you're switching lanes, girl. Pull up to the red light, looking right, come in, let me get your name. Wie gefällt's euch? Gut. Gut? Ja? Ist ein guter Bruder? Ja. And tell me how they got that pretty little face on that pretty little frame, girl. Bounce. Jetzt werden wir schauen, was die alten Leute sagen, also, oder? Was mich wirklich beeindruckt hat, sind all deine Mimiken, die du machst, deine Gesichter. Ich glaube, dass du auf einem guten Weg bist, falls du Interesse daran hast, Schauspieler zu werden. Hip-Hop ist für mich herumgehopse. Aber schön war es natürlich. Es ist interessant anzusehen. Und vor allem finde ich, dass du für einen 11-Jährigen sehr reif bist. Und da weiß ich nicht, ob das gut ist für dich. Also. Ja. Danke. Ja, nicht, was der Opa sagt. Alles wunderbar. Ich muss dir sagen, meiner Erfahrung nach, als 11-Jährige bist du wahnsinnig fortgeschritten, auch in dem, wie du dich präsentierst. Danke. Dein Körper ist gesegnet mit Talent. Bitte mach weiter, weil so wie du tanzt, wie du dich bewegst,